den Anfang, unsere frühe Geschichte besser zu verstehen. Genau das ist das Ziel meiner Sendung heute. Und es gibt viel und, wie ich finde, bahnbrechend Neues. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Der Film, den Sie gerade sahen, hat in die Zukunft geblickt. Mag sein, dass wir mit neuen genetischen Methoden neue essbare Pflanzen erfinden oder dass wir synthetische Enzyme bauen, die uns dann helfen, mit den Folgen der Pille, beispielsweise dem Anstieg des Östrogenspiegels, in den Abwässern moderner Großstädte besser klarzukommen. All das mag sein. Aber die Frage des Films, ob man Neandertaler wiederbeleben könnte, ist derzeit weniger eine genetische als eine ethische Frage. Darf eine Leihmutter einen Neandertaler austragen? Dürfte es ein Schimpanse? Ich persönlich halte beides für unethisch. Hinzu kommt, um beides technisch leisten zu können, müssten wir reale Menschen klonen können. Auch das halte ich für unethisch, wobei ich vermute, dass irgendjemand auf dieser Welt es mit Sicherheit versuchen wird. Bisher waren jedenfalls alle Ergebnisse in diese Richtung grobe Fälschung. Ich würde mich gerne der gelebten Vergangenheit statt der ausgedachten Zukunft zuwenden, denn es gibt Neuigkeiten. Um darüber zu sprechen, habe ich zwei Spitzenforscher auf diesem Gebiet eingeladen. Sie wissen vielleicht, dass heute eindeutig geklärt ist, dass alle Menschen aus Afrika stammen. Darüber hinaus kamen Wissenschaftler vor allem in den letzten beiden Jahren zu überraschenden neuen Erkenntnissen. Vor kurzem hatten wir Gelegenheit, uns darüber mit Chris Stringer zu unterhalten. Er ist Autor des zurzeit vielleicht besten Buches zum Thema Lone Survivors, How We Came to Be the Only Humans on Earth. Und er ist einer der führenden Paläontologen weltweit. Spezies Mensch, eine der jüngsten auf dem Planeten, überaus erfolgreich und weit verbreitet. Vor 150 Jahren erst begannen wir unsere über 2 Millionen Jahre alte Geschichte zu ergründen. Sie nahm ihren Anfang in Afrika und ist noch längst nicht vollständig erforscht. Jetzt entdeckten Forscher spektakulär Neues aus den letzten ca. 600.000 Jahren. Es gab mehr frühmenschliche Arten, als bisher bekannt war. Und sie vermischten sich. Unser Vorfahre Homo sapiens traf nach seiner Auswanderung aus Afrika vor rund 100.000 Jahren auf eine Menschenart, die sich schon lange vor ihm, ebenfalls aus Afrika kommend, in Europa angesiedelt hatte. Den Neandertaler. Homo sapiens verdrängte den körperlich überlegenen Konkurrenten. Ein Prozess von einigen 10.000 Jahren, in dessen Verlauf sich beide Arten kulturell beeinflussten und vermischten. Jetzt ist bewiesen, es gab auch noch andere Arten, mit denen sich unser Vorfahr Homo sapiens vermischte. Eine ist der sogenannte Denisova-Mensch, benannt nach einer sibirischen Höhle, in der man diese Spezies erst vor wenigen Jahren entdeckte. Sie existierte zeitlich parallel zum Neandertaler und zum frühen Homo sapiens, der damals im Mittleren Osten und im mediterranen Raum lebte. Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gelang es zusammen mit internationalen Kollegen, das Erbgut des Denisova-Menschen zu entschlüsseln. Eine neue DNA-Sequenzierungsmethode lieferte aus einem winzigen 10 Gramm leichten Fingerknochen und 2 Backenzähnen eine Fülle bedeutender neuer Informationen zur menschlichen Evolution. Vergleiche mit dem Erbgut von Menschen aus Südostasien zeigen Übereinstimmungen mit dem Denisova-Genom. Menschen aus Papua-Neuguinea und Aborigines besitzen 3% des Denisova-Erbgutes. Homo sapiens muss sich auf seinen Wegen um die Welt also mit anderen Menschenarten vermischt haben. Für Christopher Stringer eine mehr als interessante Entdeckung. Der Brite gehört zu den anerkanntesten Paläontologen der Welt. Er leitet die Abteilung zur Erforschung der Herkunft des Menschen am Natural History Museum in London und ist Mitglied der Royal Society. Schon sehr früh vertrat er die Out-of-Africa-Theorie, die heute allgemein akzeptiert ist. Ich denke, wir können sagen, dass die menschliche Evolution ein sehr komplexer Prozess ist. Es gab eine Vielzahl von Spezies und besonders in den letzten 500.000 Jahren können wir die Hauptlinien erkennen. Den Zweig des Homo heidelbergensis, den Neandertaler-Zweig, den modernen Menschen. Und wir entdeckten durch DNA-Analyse einen neuen Zweig, die Denisova-Menschen in Fernost. Diese drei Zweige spielen die Hauptrolle in der Geschichte unserer Ursprünge. Bis vor kurzem glaubte ich, dass sie sich voneinander getrennt entwickelten, dass der moderne Mensch die anderen dominierte und verdrängte.
Aber nun wissen wir durch die DNA-Analyse, dass es komplexer war. Es gab kleine Vermischungen und heute tragen viele Menschen die Spuren dieser Vermischung in sich. Europäer, Chinesen, australische Aborigines, die amerikanischen Ureinwohner haben rund 1% des Neandertaler-Genoms in sich. Das ist komplett neu und überraschend. Das bedeutet, es gab nicht einen einzigen afrikanischen Ursprung, sondern es gab ein Out-of-Africa-Ereignis mit Vermischungen. Out of recent African origin. There was an out of Africa event, but then a little bit of interbreeding added on. Fest steht also, die Vermischung der Arten fand nicht an einem einzigen Ort statt. Ich denke, wir tendierten dazu, unsere afrikanische Vergangenheit zu vereinfachen. Viele Leute dachten, auch ich, dass es einen einzigen Ort in Afrika gab, an dem der moderne Mensch entstand. So eine Art Garten Eden. Was aber tatsächlich passierte, war, dass sich das Zentrum der Evolution, wenn es denn eines gab, bewegte. Auf dem Gebiet der heutigen Sahara-Wüste konnte man in Zeiten, in denen das Gebiet gewässert war, was periodisch geschah, jedes Mal größere menschliche Populationen in der gesamten Region beobachten. Dann wurde es wieder Wüste und sie starben aus. So hing die Bewegung dieses Zentrums davon ab, wo es die größten Populationen gab. Manchmal Nordafrika, manchmal Ostafrika, manchmal Südafrika. Es gab keine spezifische Stelle, an der wir unsere gesamte Evolution festmachen können. There won't be a single place where we can trace all of our evolution. Auch in den frühen Anfängen bereits muss der Stammbaum des Menschen um einige Äste erweitert werden. Das ergab die Untersuchung der neuesten fossilen Funde aus Kenia. Am Turkana-See wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes ein Unterkiefer und ein Gesichtsschädel ausgegraben. Geschätztes Alter rund 2 Millionen Jahre. Damit ist das Geheimnis eines vor 40 Jahren dort gefundenen Fossils gelüftet und bewiesen. Neben Homo erectus gab es mindestens noch 2 weitere frühe Vertreter der Gattung Homo, so das Ergebnis der im vergangenen August veröffentlichten Studie des Max-Planck-Instituts in Leipzig. Und mit jedem neuen Fund steigt die Wahrscheinlichkeit, eine weitere neue Art zu entdecken. Wir haben nur aus wenigen Teilen Afrikas fossile Funde. Aus 50% des afrikanischen Kontinents gibt es Steinwerkzeuge. Aber wir wissen noch nicht, wer sie herstellte. Wir haben keine Fossilien früherer Populationen aus Zentral- oder Westafrika. Ich erkenne mehr und mehr, dass unsere Daten nur auf den Funden basieren können, die wir haben. Wir brauchen ein umfangreicheres Bild. Fest steht, ganz gleich, wie viele Verästelungen unseres Stammbaums noch entdeckt werden, alle Menschen sind verwandt und alle Menschen sind Afrikaner. Wenn Sie mehr über Chris Stringer erfahren wollen, auf unserer Internetseite www.dreiseit.de/scoble finden Sie ein ausführliches Interview mit ihm. Chris Stringer war zu Gast im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturkundemuseum Frankfurt am Main. Dort arbeitet und forscht auch mein erster Gast, Friedemann Schrenk. Schönen guten Abend. Er leitet die Sektion Paläoanthropologie am Senckenberg, hat vor 11 Jahren zusammen mit seinem Team in Malawi den bezahnten Unterkiefer mit dem schönen Namen UR501 gefunden, der einem 2,4 Millionen Jahre alten Hominiden gehört und damit wohl der älteste Vertreter unserer Gattung Homo ist. Mein zweiter Gast ist ebenfalls ein weltweit bekannter Forscher, Svante Paabo. Schönen guten Abend. Mediziner, Zellbiologe, Direktor der Abteilung Evolutionäre Genetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ihm und seinem Team ist es gelungen, unter anderem das Genom des Neandertalers zu entschlüsseln und, wie Sie im Beitrag gerade eben gesehen haben, auch das Genom des Denisova-Menschen. Wenn Sie so eine genetische Analyse machen, wie alt darf denn die DNA längstens sein? Ja, wir denken, dass eine Grenze so ungefähr um 500 000 Jahre oder so ist. 500 000? Wenn wir uns überlegen, die chemische Stabilität der DNA von Hintergrundstrahlung, von spontane chemische Reaktionen, die die DNA abbaut und so weiter. Und wie muss die gelagert sein im Idealfall? Sie haben sich beide vorher darüber unterhalten, ja, wie neue Funde, wo man was finden könnte, wie das optimalerweise aussieht. Wir verstehen das nicht vollständig. Aber ganz klar ist, es darf nicht saure Bedingungen sein. Es soll eher basisch oder neutral sein, nicht Säure in der Erde. Je kühler, desto besser. Je weniger Wasserdurchfluss, desto besser. Aber das gesagt,
verstehen wir immer noch nicht, warum oft in einer Höhle DNA gut erhalten ist, ist ein Knochen, den ich hier finde, und dann halben Meter weg schlecht erhalten. Es gibt andere Faktoren, die wir noch nicht verstehen. Jetzt gerade ist ja wieder, haben Sie mir eben gesagt, ist ja gerade wieder was gefunden worden und Sie machen sich auf, um zu gucken, was es eigentlich ist. Genau, man hat neue Knochen in dieser Denisova-Höhle gefunden in diesem Jahr und ich fahre hin am Sonntag, mir die anzuschauen. Sie datieren ja, das war DNA, Sie datieren ja völlig anders, wenn ja, Sie was finden. Ja, wir datieren die Fundschichten im Wesentlichen. Ja, wir gucken also, wie alt die Schichten sind, wo die Fossilien drin erhalten sind. Ja. Das sind zum Teil relative Methoden oder absolute Methoden, also radiometrische Methoden. Mhm. Ja. Oder wir gucken natürlich dann auch die Morphologie an dieser Funde. Da hat man natürlich über die letzten 7 Millionen Jahre schon eine Entwicklung. Ja. Also man kann jetzt schon sehen, dass der nicht 5 Millionen Jahre alt ist. Das ist ein Steinheimer. Ich halte ihn mal in die Kamera. Das ist die Steinheimerin. Ja. Das Steinheimerin, ist eine, die ist ungefähr also 25 Jahre als Person gewesen, aber 250.000 ja, Jahre 250.000, Alter. 250.000, ja. Das Original ist im Safe. In Stuttgart, ja. Und was man sehen kann, hier sieht man, sind unter anderem ja diese Augenwülste. Und die sind ja eigentlich eher Neandertaler. Ja, aber das ist ja sozusagen eine Phase, wo nun die Frage ist, ja, wie überhaupt die modernen Menschen in Europa entstanden sind. Also es gab ja praktisch den Homo erectus, den wir jetzt nicht hier haben, aber die Vorfahren, die aus Afrika kamen, ja, und dann sozusagen hin die Entwicklung hin zu den Neandertalern. Also da gab es schon Übergangsphasen, wobei hier wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch afrikanischer Einfluss drin ist. Vielleicht ist das sozusagen nochmal eine extra Expansion aus Afrika. Wir können uns das gerade vielleicht mal auf dem Schaubild angucken. Ich glaube, da kapiert man es ein bisschen besser. Also es gibt diese gemeinsame Wurzel, die aus Afrika kommt, wie alles andere auch, des Erectus. Und dann haben sich diese verschiedenen Linien, also der Heidelberger, der Sapiens, Neandertaler und die Denisovians, abgespalten und teilweise aber auch untereinander wieder gepaart. Genau, es gibt so ein paar Vermischungen, aber selbstverständlich auch Erectus. Das ist jetzt ein großer Klumpen, ja, ja. Aber wenn man jetzt sozusagen ist weiter zurückgeht, das sind auch wahrscheinlich viele verschiedene regional unterschiedliche Populationen. Hat Sie das erstaunt, dass es doch zu einer Vermischung kam und gleichzeitig ja doch offensichtlich unterschiedliche Typen parallel existierten? Und möglicherweise finden wir ja in Zukunft noch welche. Eigentlich schon, ja. Ich dachte, wenn ich geraten hätte vor 5 Jahren, hätte ich gesagt, dass moderne Menschen sich nicht mit Neandertaler gemischt haben. Dann hat uns dann die Daten was anderes gezeigt, wenn wir das Neandertal-Genom verglichen haben mit jetzt lebenden Menschen. Was mich natürlich noch mehr überrascht hat, war der Denisova-Mensch. Dass da plötzlich etwas war, das weder ein Neandertaler war, noch ein moderner Mensch, sondern was anderes. Wenn Sie diese... Bitte. Aber ich glaube, da wird es noch viel mehr geben. Also ich bin überzeugt, es gibt noch viele regionale Varianten, die wir noch nicht kennen. Also das ist eigentlich das, was wir auch in Afrika sehen, vor 4, 5, 3 Millionen Jahren. Das ist nicht eine Linie. Ja? Also ich bin sehr froh, dass es über die Genetik gelingt, das langsam nachzuweisen. Wir haben ja da wenig Fossilien, aber das ist ganz bestimmt noch nicht das Ende. Das kann gut sein. Ja. Und das hat unser Bild also von unserer Herkunft ja, also wie ich finde, gut, ich bin da Laie, aber dramatisch geändert eigentlich. Oder? Ja gut, was heißt dramatisch? Ja, es ändert sich immer. Ja, das ja, Bild klar. Ändert sich dauernd dramatisch. Ja. Aber also, was eben wichtig ist, ist, dass natürlich auf der einen Seite die Fossilien existieren, ja, die fossilen Funde, ja, und auf der anderen Seite ein völlig anderer Zugang zu dieser Geschichte ist über die Genetik. Aber früher, korrigieren Sie mich, hat man doch versucht, die Funde sozusagen alle immer schön straight in eine Linie zu kriegen, mehr oder weniger. Na gut, wenn man nur 2 Funde hat, dann kann man natürlich nur eine Linie machen. Aber ich meine, wir haben natürlich, nein, also das Bild hat sich schon die letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre in der Paläanthropologie eigentlich, ist klar geworden, das ist keine Linie, das ist ein ganzer Busch, ja, der da sich entwickelt hat. Wie genau sind denn die DNA-Analysen? Hängt natürlich davon ab, welche Frage man jetzt stellt, sozusagen. Die Sequenz in sich selbst, das wir bestimmen, zum Beispiel von Denisova genommenen Neandertaler, ist natürlich sehr genau. Dann vergleicht man das mit jetzt lebenden Menschen. Und man sieht zum Beispiel eine größere Ähnlichkeit zu Menschen in Europa und Asien, zum Neandertaler, als in Afrika.
Das ist ganz klar. Dann die Schätzung, wie viel Prozent in mir und in Ihnen kommen vom Neandertaler, wird schon viel schwieriger. Es schwanken auch die Schätzungen, die wir machen mit unterschiedlichen Methoden, zwischen so 1 und 4% oder so. Weil wenn man kleine Bruchstücke hat, ist es viel schwieriger abzuschätzen, als wenn man ein langes Stück hat, wo viele Ähnlichkeiten und Unterschiede bestehen. Dann wird es schon dann ein bisschen schwammiger. So, es hängt wirklich davon ab, welche Frage man stellt, da wie sicher wir sind. Können Sie die Genauigkeit in Zukunft, glauben Sie, können Sie die erhöhen noch? Es ist so, dass bei dem Denisova-Genom jetzt haben wir eine sehr, sehr hohe Genauigkeit erreicht. Wir haben so 30-fach rüber das Genom sequenziert. Jede Position im Genom ist im Durchschnitt 30-fach gecheckt. Das ist genauso gut, wie man ein Genom sequenziert heutzutage von Ihnen oder von mir, von einer Blutprobe. Ja. Es gibt Teile des Genoms, an dem wir nicht Zugang haben, wo Sachen dupliziert sind zum Beispiel, weil die DNA ist ja abgebaut in kurze, kurze Stücken. Also wir können nicht wissen, ob es von dieser Kopie oder dieser Kopie kommt, wenn zwei sehr ähnliche Sequenzen da sind. Also es gibt Aspekte des Genoms, die wir wahrscheinlich nie vollständig kennen werden. Ich drücke das mal ganz platt aus. Sie haben diese verschiedenen Stücke, jetzt müssen Sie die irgendwie sortieren. Da haben Sie sozusagen ein Metamaß, das ist nämlich das Genom des Menschen oder auch das Genom des Schimpansen, weil die uns ähnlich sind. Und da ordnen Sie sozusagen zu. Genau, das ist genau, was wir machen. Wir haben diese Bruchstücke, die 30, 40, 50 so Buchstaben sind. Wir vergleichen das mit den 3 Milliarden Buchstaben im menschlichen Genom und sehen, wo die passen. Ist sehr anders im Vergleich zu dem, was Paläoanthropologen lange Zeit gemacht haben, ne? Na gut, wir sind darauf angewiesen, auf Funde. Ja, und das sind natürlich hauptsächlich Zähne und Knochen, weil das die härtesten Bestandteile im Körper sind. Ja, wir finden ja auch keine Weichteile und kein fossiles Gehirn oder fossile Sprache oder so. Das gibt es ja alles nicht. Also letztendlich haben wir da auch nur Bruchstücke. Ja. Und bei dem hier, also um den Steinheimer nochmal zu nehmen, wäre es ja echt, also die Frau, eine Steinheimerin, wäre es ja wirklich schwierig gewesen, weil der von 3 Typen Merkmale hat. Ne? Sapiens, Heidelberger und Neandertaler. Ja, also wenn man natürlich nur ein einziges Fossil hat, ja, dann kann man natürlich nicht viel aussagen. Also die Aussage ergibt sich über die Variabilität, ja, je mehr man findet. Aber das ist eben sozusagen eine falsche Vorstellung, dass je mehr man findet, desto besser weiß man Bescheid. Je mehr man findet, desto komplizierter wird es. Okay. In der Evolutionstheorie galt bis vor kurzem populär gesagt die Maxime vom egoistischen Gen. Tiere oder Menschen konkurrieren mit anderen Tieren oder Menschen etwa um Futter oder Sexualpartner. Insofern konkurrieren auf der Mikroebene der Moleküle auch die Gene bzw. einzelne Genabschnitte miteinander. Warum? Weil sich Gene oder Genabschnitte bei sexueller Fortpflanzung mischen und daher weitergegeben werden können oder eben nicht. Leider erklärt diese Theorie der egoistischen Gene in Bezug auf die Entwicklung des Menschen nur wenig. Eine neuere Theorie belegt, dass die Evolution des Menschen vor allem auf der Zunahme der Komplexität der menschlichen Interaktion, also Beziehungen, beruht. Das bedeutet, dass kulturelle und gesellschaftliche Strukturen einen entscheidenden Einfluss hatten. Martin Nowak, Biologe und Mathematiker, der in Harvard evolutionäre Dynamik lehrt, hat all diese Evolutionsfaktoren auf einen Punkt gebracht, nämlich Kooperation. Wir sind zum Erfolgsmodell geworden, weil wir anders und besser kooperieren konnten als unsere Affenverwandten. Im Unterschied zu ihnen sind wir, trotz weitgehender genetischer Übereinstimmung, super Kooperateure. Der klassische Darwinismus kennt nur 2 Faktoren. Mutation und Selektion. Genetische Vielfalt führt dazu, dass die am besten angepassten überleben und sich bevorzugt fortpflanzen. Deshalb deutete man die Geschichte des Lebens oft als einen vom Egoismus geprägten Überlebenskampf. Doch eine wesentliche Gestaltungskraft des Überlebens wurde schlicht übersehen: die Kooperation. Das behauptet der an der Harvard University lehrende österreichische Biologe und Mathematiker Martin A. Nowak und sorgt damit für Aufregung. Für ihn ist die Kooperation sogar der Motor der Evolution. Also man muss fragen, warum erreicht die Evolution
aus einfachen Strukturen immer kompliziertere hervorzubringen? Oder warum wird Leben im Laufe der Milliarden Jahre, in denen wir es beobachten, immer komplizierter? Also es geht von Einzellern zu Vielzellern, von einfachen Vielzellern zu komplizierten Organismen und dann von Tieren zur menschlichen Gesellschaft, menschlicher Sprache. Wo ist sozusagen in der Evolution diese Kraft, diese Richtung vorgibt, mehr und mehr Komplexität aufzubauen? Und das ist meiner Ansicht nach nur möglich, wenn man Kooperation ins Spiel bringt. Kooperation ist deshalb überraschend, weil sie bedeutet, ich stelle meine Fähigkeiten in den Dienst anderer. Nach Novak setzt der Mensch sogar mehrere Strategien ein, um Kooperation zu erreichen. Das klassische Prinzip ist das der Gegenseitigkeit oder der direkten Reziprozität. Weil du mir hilfst, so helfe ich dir. Doch noch wichtiger ist die indirekte Reziprozität. Also die Reputation ist ganz fundamental für die indirekte Reziprozität. Das heißt, die Idee ist, es kostet zu kooperieren, aber man bekommt dafür die Reputation eines wertvollen Mitglieds der Gesellschaft oder jemand, der es auch verdient, dass ihm geholfen wird. Und Sprache spielt dann eine große Rolle, weil man kann ja nicht alles beobachten, was vorgeht. Man ist irgendwie darauf angewiesen, dass einem die Leute davon erzählen. Für eine direkte Reziprozität braucht man also ein Gesicht, für indirekte bloß einen Namen. Wer anderen hilft, gewinnt einen guten Ruf und qualifiziert sich für die Unterstützung durch andere. Wer einen Ruf als Egoist erworben hat, provoziert in der Regel Ablehnung. Ein weiterer Mechanismus des kooperativen Verhaltens ist die Unterstützung von Verwandten. Das würde man Kinselektion nennen, also Verwandtschaft. Man hilft den nahen Verwandten und das wäre eine Art von Nepotismus. Das heißt, ich riskiere etwas, aber der den Nutzen davon hat, ist zum Beispiel mein Bruder. Auf der Ebene der Evolution bedeutet das, dass jene Individuen einen Vorteil erhalten, die möglichst ähnliche Gene wie der sich aufopfernde Wohltäter besitzen. Je enger die Verwandtschaft, desto stärker der Effekt. Zum evolutionären Erfolg verhalf dem Menschen die Gruppenselektion. Schon Charles Darwin vermutete, dass der Mensch Moral zum Gruppenerhalt entwickelte. Es braucht Gemeinsinn, um eine Gruppe als Kollektiv überleben zu lassen. Im Vergleich sind Gruppen, die den Eigennutz von Einzelnen zulassen, instabiler. Dieses Prinzip überträgt Martin Novak auf den menschlichen Körper. Die Vorgänge im Körper funktionieren nur wegen der vielfältigen Kooperationen von Organen. Nur wenn die einzelnen Teile wirklich zusammenarbeiten, können wir überleben. Also auch wiederum ein Vielzeller besteht aus kooperierenden Zellen. Also diese Zellen sind jetzt nicht völlig selbstbezogen, selfish, sondern sie teilen sich jetzt nicht wie verrückt, sondern sie teilen sich nur, wenn es jetzt von Nutzen oder notwendig für den Organismus ist. Und Krebs ist jetzt, dass Zellen Mutationen bekommen, die führen sie zurück in dieses selfish Programm, sich einfach nur schnell zu vermehren. Und das führt dann zur Zerstörung des Organismus. Also Krebs ist ein Zusammenbruch der Kooperation. Für Martin Novak ist der Mensch ein Supercooperator, da bei ihm alle Mechanismen der Kooperation wirksam sind. Das macht ihn auch zum Erfolgsmodell der Evolution, mit einer gewissen Einschränkung. Weil diese schnelle Evolutionsgeschwindigkeit, die eben haben, die Menschen, ist auch sehr zerstörerisch. Also die kann sehr schnell das Ökosystem an einen Punkt bringen, wo es dann eigentlich für intelligentes Leben nicht mehr stabil ist. Und das wäre fatal. In Zeiten globaler Probleme gilt es deshalb, global zu kooperieren und nicht nur die Interessen einzelner Nationen, Gruppen oder Lobbys durchzusetzen. Wir haben ja über Jahrzehnte gelernt, wir sind aggressiv, wir sind Raubaffen, wir müssen aufrüsten, wir müssen uns bekriegen. Das ist sozusagen das Primäre und naja, Altruismus und Kooperation, das kommt irgendwann mal danach. Jetzt hat sich das genau rumgedreht. Was halten Sie davon?
Ja, also in der Paläoanthropologie gab es ja die Phase, diese Killeraffen, Menschen und so. Das war aber die Zeit des Kalten Kriegs. Das ist in den 60er Jahren gewesen. Das ist publizistisch sehr aufgebauscht worden. Aber inzwischen ist eigentlich klar, dass damals die sogenannten Jäger, das waren eigentlich die Gejagten. Ja? Und im Grunde genommen wird auch jetzt langsam dadurch, dass wir ältere Fossilien haben, das geht ja jetzt bis fast 7 Millionen Jahre zurück, ja? Wird klar, dass eigentlich genau diese Kooperationsfähigkeit ganz am Anfang der Evolution des Menschen stand. Das ist nicht das Ergebnis dieser Evolution, sondern die Voraussetzung. Hat es möglich gemacht. Und das sieht man zum Beispiel an den frühen Fossilien, die also 4-5 Millionen Jahre alt sind, an den verringerten Eckzähnen, an den verkleinerten Eckzähnen. Ja, diese Eckzähne, die bei den Menschenaffen ja... Ja, die reißen das Maul auf und... Für Drohgebärden eingesetzt werden, die sind da schon reduziert. Ja, das heißt also, da ist bereits etwas passiert, was also im Sozialgefühl dazu geführt hat, dass also mehr Kooperation als Aggression notwendig war oder am Anfang dieser Entwicklung stand. Was können Sie mit dieser These anfangen? Also, dass durch soziale und kulturelle Kooperation sich genetisch was geändert hat. Weil auch da hab ich jedenfalls die letzten Jahrzehnte eigentlich gelernt, es ist genau umgekehrt. Zuerst die Gene und dann kommt irgendwie das Sozialverhalten und die Kultur. Auch das dreht sich ja im Moment gerade. Ja. Ich würde es ja eigentlich so sehen, dass was ein sehr wichtiger Faktor, wenn nicht der wichtigste Faktor bei dem Mensch ist, kulturelle Evolution ist, wenn wir Sprache bekommen und diese Sachen. Und dann ist es natürlich eine kulturelle, soziale Evolution, die sehr schnell vorgeht und viel, viel schneller als die genetische Evolution. Sodass ich würde eigentlich sagen, seitdem wir zum Beispiel Sprache haben, ist die kulturelle Evolution viel, viel, viel wichtiger. Manchmal sage ich so zu den Studenten, wenn wir jetzt in unserer Gesellschaft zum Beispiel Verkehrsunfälle eine große Todesursache ist, warten wir nicht auf eine Mutation bei unseren Kindern, die vorsichtig machen auf der Straße. Wir machen Zebrastreifen, wir sagen denen vorsichtig zu sein und links und rechts zu gucken. Es ist eine kulturelle Antwort auf eine kulturelle technische Bedrohung. Die kulturellen Unterschiede, die werden ja oft sehr stark gemacht. Also es gibt Nationen und Staaten und du sprichst eine andere Sprache als ich und deshalb sind wir ganz unterschiedlich. Und deshalb gebrauchen wir ja immer noch, wir vielleicht nicht, aber viele gebrauchen immer noch den Begriff der Rasse. Der macht ja genetisch überhaupt keinen Sinn. Ja, das Bild, das wir jetzt kennen von der Variation bei Menschen, ist ja, dass fast alle genetische Variationen gibt es in Afrika. Was außerhalb Afrika gibt, obwohl es viel, viel mehr Menschen außerhalb Afrikas, innerhalb Afrika leben, ist alles sehr eng verwandt mit, was wir in Afrika finden. Wir haben vor einem Jahr es gibt ja jetzt ein Projekt, wo man über 1000 komplette menschliche Genome sequenziert von der ganzen Welt. Und das hat mich dann sehr überrascht. Ich habe gesagt, lass uns anschauen, wie viele absolute Unterschiede es gibt, wenn wir 180 afrikanische Genome gehen und 180 nicht-afrikanische. Wie viele Positionen im Genom sind ein absoluter Unterschied? Wo 100% von den Leuten in Afrika haben eine Variante, 100% haben eine andere Variante außerhalb. Was denken Sie, wie viele Prozent wäre das? Ja, ich habe ja eben schon geraten, Sie haben es mir verraten. Ich habe gesagt, okay, wenn Sie mich so fragen, sind es wahrscheinlich ein paar hundert, aber das war völlig falsch. Ja, es sind keine. Es gibt kein einziger. Unter 40 Millionen variablen Positionen gibt es nicht einen einzigen absoluten Unterschied. Und das liegt auch nicht an Verwechslung, an Proben oder so, können wir zeigen. So, mit anderen Worten, nicht an einem einzigen Position in unserem Genom können wir mit 100%iger Genauigkeit sagen, was ich da trage, wenn man weiß, ich komme aus Europa. Aber trotzdem gibt es doch die Untersuchungen, die ja auch viel publiziert werden, wo gesagt wird, also zeig mir dein Genom und ich sage dir, du kommst aus Jugoslawien, du kommst aus dem Umfeld von Paris. Also da kann ich offensichtlich doch genetisch was Räumliches zuordnen. Ja. Weil es sind eben nicht absolute Unterschiede, die wir haben, sondern unterschiedliche Häufigkeiten. Okay. Und diese Häufigkeiten sind gewöhnlicherweise in einem Gefälle. So, wenn ich viele solche Varianten habe, tausende von Varianten in Gefällen machen und dann ein Individuum anschauen und sehen, was die haben, kann ich die natürlich sehr genau geografisch platzieren. Zuordnen. Aber das heißt nicht, dass man sich absolut unterscheidet von jemand anderem. Also der Begriff Rasse ist abgeschafft, ganz einfach. Gut so, oder? Ja.
Der Flaschenhals, von dem immer wieder die Rede ist, damit ist gemeint, dass sozusagen das, was im Gesamtgenpool war oder ist in Afrika, sich durch verschiedene Schwierigkeiten immer weiter verengt hat. Also sozusagen die Vielfalt geringer geworden ist. Ja, ist das so, dass wenn wir zufällige menschliche Genome vergleichen, über die ganze Erde, spielt keine Rolle, ob man in Afrika oder außerhalb Afrika oder wo sonst lebt. Und sehen, wie viele Unterschiede sehen wir da im Durchschnitt zwischen zwei Menschen. Und das vergleicht zwischen zwei Schimpansen oder zwei Gorillas oder zwei Orangutans, finden wir zwei-, dreimal mehr Unterschiede zwischen den Menschenaffen, zwischen zwei Menschenaffen, als zwischen zwei Menschen. Obwohl es 8 Milliarden Menschen und wahrscheinlich nur 200.000 Schimpansen gibt. Ja, es werden immer weniger. Und die einzige Erklärung dafür ist, dass der Mensch kommt von einer kleinen Population, die sich sehr viel vergrößert hat. Und was meinst du, wie groß, wie viele waren das? Kann das so ein Vulkanausbruch gewesen sein? Das Problem ist, wir können nicht wirklich sagen, wie viel es war. Also man sagen kann, es kommt oft eine Zahl vor, wo man sagt, es entspricht 10.000 Menschen ungefähr. So die Variation, die man hat bei den jetzigen Menschen, entspricht einer konstanten Population von 10.000 Menschen über längere Zeit. Aber ob das heißt, dass es war einmal 10.000 oder es war mehrmals 100.000, können wir nicht sagen. Schade. Aber es gibt ja interessante Szenarien für Vulkanausbrüche und so weiter, wo dann fast alles, was vorher gelebt hat, ausgestorben ist. Mhm. So. Aber die Vorstellung, dass es überhaupt mal soweit war, dass wir beinahe komplett ausgestorben wären, ist schon eine interessante Dimension, oder? Ja, aber ich denke, inzwischen sind wir ja so weit, dass wir auch wieder nah am Aussterben sind, oder? Klar, das ist dann durchs Gegenteil. Obwohl wir 8 Milliarden Individuen sind. Das ist ein pessimistischer Sichtpunkt. Ich würd gerne noch mal kurz auf die Datierung kommen. Also wenn ich über eine DNA-Analyse sage, dieser Schädel ist, ich weiß nicht, 10.000 Jahre alt, wie mache ich das genau? Wie genau sind diese Annahmen? Ja, also wir untersuchen ja nicht die DNA hauptsächlich, um zu datieren. Es ist so ein Seiteneffekt, dass man jetzt langsam dazu kommen. Aber ich nehme an, Ihnen interessiert das auch wenn er anders datiert. Ja, also in dem Bereich, wo wir DNA untersuchen, in den letzten 50.000 Jahren oder so, kann man ja sehr gut mit Kohlenstoffdatierung viel besser datieren, als was wir datieren. Okay. Wir fangen jetzt an, weil wir so genau Genome untersuchen können, zu sehen, dass es fehlen Mutationen sozusagen. Dass tatsächlich, wenn ich ein 40.000 Jahre altes Genom untersucht, gibt es weniger Mutationen, die da stattgefunden haben, als in den jetzt lebenden Menschen. Aber ich würde immer noch Kohlenstoffdatierung machen. Ja, aber die Frage ist ja trotzdem, ob zum Beispiel, ob die Mutationsraten zum Beispiel konstant bleiben oder ob die sich ändern. Ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, wie seht ihr das? Ich denke eigentlich, dass es gibt sehr gute Hinweise, dass die konstant bleiben. Was sich dann ändern ist, zum Beispiel Generationszeiten können sich ändern. Und dann kann sich sozusagen ändern, wie viel pro Jahr stattfindet. Aber im Großen und Ganzen sind die ziemlich konstant mit Menschenaffen und Menschen. Danke. Wenn Kooperation ein entscheidender Aspekt unserer Evolutionsgeschichte ist, dann müsste das, was sich auf der sozial-kulturellen Ebene entwickelt hat, auch genetische Spuren hinterlassen. Die kulturelle Software müsste die Hardware unseres Körpers verändern. Aber ist das so? Der Nachweis, dass Verhalten nicht nur die Gene der nächsten, sondern bereits der aktuellen Generation verändert, ist erst wenige Jahre alt, obwohl das Konzept älter ist. Das, was unsere Vorfahren getan haben, hat uns evolutionsgeschichtlich bis heute auf tiefgreifende Weise geprägt. Das Genom ist eine Baustelle. Aber verändert auch Kultur die DNA des Menschen? Manifestieren sich kulturelle Erfahrungen im Erbmaterial und können so als Evolutionsvorteil an nachfolgende Generationen weitergegeben werden? Ja, man nennt das Genkultur-Koevolution. Das ist ein ganz interessanter Begriff und er erregt eigentlich immer Erstaunen, weil das zwei Teile eigentlich miteinander verbindet, die Kultur und die Gene. Aber im Grunde ist das gar nichts Besonderes.
Der Anthropologe Joachim Burger forscht auf dem Gebiet der Paläogenetik und hat sich intensiv mit dem Entstehen der Milchzuckerverträglichkeit beschäftigt. Der Normalzustand ist, dass man als Erwachsener Milch nicht in größeren Mengen verdauen kann. In Europa beginnt aber vor 7500 Jahren, also mit dem Einzug der Landwirtschaft und der Sesshaftigkeit, ein Prozess, der dazu führt, dass ein Großteil der Europäer das heute können. Ein Erbe der frühen Rinderzüchterkultur. Die Analyse der DNA neolithischer Skelettfunde verriet die Geschichte der Milchzuckerverträglichkeit. Die Fähigkeit, Milchzucker aufzuspalten, wird durch das Gen LCT gesteuert, das normalerweise im Erwachsenenalter abgeschaltet wird. Man kann sehr deutlich sagen, dass die Kultur des Ackerbaus das Genom der Europäer maximal beeinflusst hat. Wir können sogar so weit gehen, können sagen, dass wir Mittel- und Nordeuropäer, ein Gutteil der Mittel- und Nordeuropäer zumindest, seine Ahnenschaft zurückführt auf eine Handvoll von neolithischen, das heißt jungsteinzeitlichen Bauern, die vor 8000 Jahren zufällig in der Lage waren, Milch zu verdauen als Erwachsene. Letztendlich ein Überlebensvorteil. Aber die DNA-Proben verraten auch, wie lange diese genetische Anpassung brauchte, um sich durchzusetzen. Noch in der Bronzezeit, also 3.000, 4.000 Jahre nach dem Anfang der Sesshaftigkeit in Europa, finden wir kaum Menschen, die in der Lage sind, Milch zu verdauen als Erwachsene. Erst gegen Ende der Bronzezeit und in der Eisenzeit, das heißt vor etwa 3.000 Jahren, fangen die Menschen an, Milch verdauen zu können. Das Ganze dauert also etwas, das ist wie so eine Exponentialkurve, das geht ganz langsam los und dann steigt die Fähigkeit rapid nach oben. Fast 80% aller erwachsenen Mittel- und Nordeuropäer können heute ohne Probleme Milch verdauen. Parallel entwickelte sich diese genetische Variante auch in afrikanischen Rinderzüchterkulturen. In anderen Gegenden der Welt, wie zum Beispiel in Asien, verträgt gut 90% der erwachsenen Bevölkerung bis heute keine Rohmilch. Wir wissen heute, das Genom ist kein statisches Programm. Veränderlich nur durch spontane Mutationen, wie man früher glaubte. Umwelteinflüsse und Sozialerfahrungen hinterlassen ihre Spuren im Erbgut, auch in viel kürzeren Zeiträumen. Man hat in den letzten Jahren herausgefunden, dass Umwelterfahrungen und deshalb auch Sozialerfahrungen und unser Kulturkreis sich zwar nicht auf die Abfolge der einzelnen Basen oder der Buchstaben im Genom einen Einfluss haben können, aber sie können verändern, wie dieses Genom abgelesen wird. Über solche sogenannten epigenetischen Veränderungen forscht die Arbeitsgruppe von Elisabeth Binder am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Das Erbmaterial von rund 2000 traumatisierten Patienten wurde dafür analysiert. Wir haben uns auf das FKBP5-Gen fokussiert, weil dieses Gen eine zentrale Rolle im Stresshormonsystem spielt und auch, wie unser Körper auf Stress reagiert. Im Labor konnte festgestellt werden, dass extremer Stress und damit hohe Konzentrationen von Stresshormonen eine epigenetische Veränderung bewirken. Die Analysen zeigen, dass von der DNA an der Stelle des Gens eine Methylgruppe abgespalten wird, was die Aktivität des Gens deutlich erhöht. Die am DNA-Strang angedockten Methylgruppen wirken als Schalter, um Gene abzuschwächen oder zu verstärken. Sie sind eine Art Tuning-System, das unser Genom in seiner Aktivität unseren Lebensumständen anpassen kann. Die grundsätzliche Frage der Forscher ist nun, wie stabil solche Veränderungen sind und ob sie an nachfolgende Generationen vererbt werden können. Einige Studien in Menschen haben vor einiger Zeit schon gezeigt, dass tatsächlich traumatische Erlebnisse der Eltern oder Großeltern sich auf die Psyche der Kinder oder Enkelkinder auswirken können. In Studien an Menschen kann man sehr schwer auseinanderhalten, was ist Epigenetik, was sind Verhaltensänderungen, die sich dann auch an die Kinder weitergeben können. Vor kurzer Zeit konnte aber in Mäusen auch ganz klar gezeigt werden, dass traumatische Erlebnisse wahrscheinlich direkt auch über die Spermien des Vaters an die Kinder weitervererbt werden können und wahrscheinlich auch an die Enkelkinder und Urenkelkinder. Die Idee von der Vererbung erworbener Eigenschaften hatte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts der französische Biologe Lamarck. Berühmt wurde sein Beispiel von der Giraffe,
die sich immer wieder strecken musste und so über Generationen einen langen Hals bekam. Aber Lamarcks Theorie galt noch bis vor wenigen Jahren als kompletter Irrtum. Sicher ist heute, dass sich Ernährungsverhalten im Erbmaterial abbildet und weitergegeben werden kann. Schwedische Wissenschaftler untersuchten Generationsfolgen seit dem 19. Jahrhundert und entdeckten, dass Menschen kaum anfällig für Diabetes waren, wenn ihre Großväter im Alter von 8 bis 12 Jahren gehungert hatten. Dies galt allerdings nur für die männlichen Enkel. Niederländische Untersuchungen wiederum zeigten am Beispiel von Kriegsmüttern, dass Hunger während der Schwangerschaft Kinder beiderlei Geschlechts im späteren Leben anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen machte. Erkenntnisse der Epigenetik werfen tiefgreifende Fragen auf. Verändert eine beschleunigte Welt voller Krisen, der ständigen Konkurrenz, der sozialen Spannung und Angst unser Genom und wir geben es an unsere Kinder und Enkel weiter, wie in einem Teufelskreis? Das Thema Epigenetik nehmen wir gleich noch mal auf. Und es muss ja kein Teufelskreis sein. Es kann ja auch zu einer Weiterentwicklung führen. Professor Burger und andere Forscher sagen, der Mensch schafft sich wie andere Tiere eine Nische. Die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren, hat uns bei der Jagd etwa große Selektionsvorteile verschafft. Heute ist daraus eine weltumspannende Kommunikation geworden. Und mit dieser biologischen Eigenschaft konnte der Mensch die unterschiedlichsten Orte besiedeln. Wir sind überall. Nun hat jede Nischenanpassung Effekte auf das Genom und verändert es. Und genau das ist ja Evolution, eine Veränderung der gesamten Lebensform einschließlich Genom. Gibt es eine derart direkte Verbindung zwischen Lebensform und Genom? Tatsächlich deutet ja vieles darauf hin, dass wir uns in den letzten 5.000 bis 10.000 Jahren erheblich verändert haben. Welches sind denn diese neuen Mutationen? Wo verändern wir uns heute am meisten, wenn wir es tun? Der Mensch unterscheidet sich von seinem nächsten Verwandten, dem Schimpansen, nur in 1% des Genoms. Aber in absoluten Zahlen sind das immerhin 30 Millionen Unterschiede. Sie entstanden in einem Zeitraum von 6 Millionen Jahren. Welche Mutationen in der DNA sind für die Evolution des Menschen prägend gewesen? Eine Entdeckung war das FOXP2-Gen, das die Sprachfähigkeit mitreguliert. Im Unterschied zum Schimpansen hat sich das FOXP2-Gen beim Menschen an zwei Stellen wesentlich verändert. Der Befund könnte erklären, warum Schimpansen zwar Laute artikulieren, aber nur der Mensch sprechen kann. Dank verbesserter Analyseverfahren kann die Forschung inzwischen weitere Unterschiede im Genom des Menschen bestimmen. Die amerikanische Biostatistikerin Catherine Pollard schrieb ein Computerprogramm, das gezielt nach HAR, Human Accelerated Regions, fahndet. Das sind bei Menschen sich stark verändernde Regionen. Dabei entdeckte sie unter anderem den Abschnitt HAR2. Er fördert die Entwicklung von Daumen und Handgelenk. Seine Veränderung könnte erklären, warum die menschliche Hand sehr viel geschickter mit Werkzeugen umgehen kann als die des Schimpansen. Die meisten Veränderungen entdeckte Pollard jedoch auf dem Genabschnitt HAR1. Im Lauf der Evolution hat sich das HAR1 zwischen Hühnern und Schimpansen zweimal verändert, zwischen Schimpansen und Menschen jedoch 18-mal. HAR1 beeinflusst die Embryonalentwicklung des Gehirns. Vielleicht ein Grund, weshalb unser Gehirn viel komplexer strukturiert ist als das des Schimpansen. Mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms und seiner Unterschiede zum Schimpansen hat man jedoch noch lange nicht verstanden, wie Gene überhaupt funktionieren. Heute weiß man, nicht einzelne Gene steuern die Entwicklung des Menschen, sondern ein unüberschaubares Wechselspiel von Genen. Es wird beeinflusst von individuellen Faktoren wie Hunger oder Stress und globalen Faktoren wie Klima, Bevölkerungszahl oder Energieressourcen. Aber auch auf biologischer Ebene unterscheiden sich Menschen wesentlich stärker als bisher angenommen. Selbst eineiige Zwillinge sind genetisch keineswegs identisch. Schon im Embryonalzustand werden bei bis zu 10% der Erbanlagen nur die mütterliche oder die väterliche Variante aktiv. Dabei muss man noch berücksichtigen, dass die mütterliche und die väterliche Variante eines jeden zweiten Gens unterschiedlich ist.
Diese vielfältigen genetischen und Umweltfaktoren führen dazu, dass sich das Genom jedes einzelnen Menschen ständig im Umbau befindet. Die Vorstellung, man könne einen Menschen vollständig klonen, eine vollständig identische Kopie herstellen, ist hinfällig geworden. Auch Mutationen verändern ständig das Erbgut. Ein entscheidender Einfluss ist das Alter des Vaters. Das Sperma eines 20-jährigen Mannes gibt bis zu 25 Mutationen an ein Kind weiter. Bei einem 40-jährigen Mann sind es rund 65 Mutationen. Die weibliche Eizelle trägt konstant rund 15 Mutationen. Viele dieser altersbedingten Mutationen stehen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung von Hirnfunktionen, aber auch mit Krebserkrankungen. Da moderne Populationen einem nachlassenden Selektionsdruck ausgesetzt sind, nimmt die Verbreitung negativer Mutationen zu. Damit ist jedoch nicht das Genom der gesamten Art betroffen. Globale Veränderungen im Genom können heute nur durch Pandemien verursacht werden. Auch hier spielt die Umwelt, sprich medizinische Versorgung, eine wichtige Rolle. So unterliegt Afrika durch AIDS einem größeren Selektionsdruck als Europa. Mutationen, die sich über die ganze Welt ausbreiten, entstehen nur bei einer Pandemie, die lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung überlebt. Dabei verengt sich die genetische Bandbreite. Man spricht vom sogenannten Flaschenhalseffekt. Wenn wir hier mit unserem alten Freund, dem Ergaster, anfangen und wissen heute, dass sich zum Beispiel unsere Eckzähne verändern, dass insgesamt das Gehirnvolumen von uns kleiner wird, ist das denn auf epigenetische Faktoren zurückzuführen? Also es gibt schon, denke ich, Prozesse, die ja so schnell ablaufen, ja, dass wir uns das eigentlich gar nicht wirklich erklären können, dass das anders als epigenetisch können wir uns das nicht erklären. Also zum Beispiel die Weisheitszähne. Ja, wenn Sie sich vorstellen, also die werden ja bei vielen gar nicht mehr angelegt oder die werden krumm angelegt, dann werden sie vom Zahnarzt rausgezogen. Also wir brauchen sie auch eigentlich gar nicht. Ja, aber das sozusagen diese Veränderungen, die gehen eigentlich so schnell, ja, dass man sie vielleicht eher durch epigenetische Vorgänge als durch genetische erklären kann. Jetzt erweckt der Film ja ein bisschen den Eindruck, okay, älterer Mann, wir wissen, Mutationsrate bei älteren Männern steigt. Wir haben eben im Film gehört, also 50 Mutationen, mein Gott, so entstehen neue Menschen. Das ist Unsinn, oder? Ich denke, man soll es in Perspektive behalten, nicht? Ich habe ungefähr 3 Millionen Unterschiede zwischen den 2 Genomen, die ich trage, die ich von meiner Mutter habe und von meinem Vater. So, wenn ich ein Kind erzeuge, kommen dann, wenn ich jung bin, 25 Mutationen dazu, wenn ich älter bin, 50 Mutationen dazu. Und ganz zufällig, so die meisten von denen haben, oder fast alle von denen haben überhaupt keine Auswirkung. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr wenig, wenn überhaupt etwas. Jetzt gibt es ja die Leute, die sagen, okay, dann lass uns mal nach den Veränderungen suchen, die in Bezug auf eine positive Selektion eine Auswirkung gehabt haben. Ja, das kann man ja auch jetzt machen. Und vor 10 Jahren, wenn man das menschliche Genom sequenziert hat, hat man dann angefangen, die Variation zu untersuchen bei jetzigen Menschen. Und zu suchen gezielt nach Sachen, die positiv selektiert wurden. Das heißt dann Sachen, die für die das Überleben oder die Fortpflanzung von unseren Vorfahren von Bedeutung waren. Und ich war schon ein bisschen beunruhigt damals, was wird man jetzt finden? Weil da ist wieder dieser Rassismusgedanke natürlich drin. Ja, wer weiß, was man da finden könnte. Und was rausgekommen ist, war ja eigentlich sehr langweilig, wenn man so will. Was man gefunden hat, war, dass Gene, die mit Immunverteidigung zu tun haben, also die für Hautfarbe und Haarstruktur wichtig sind und für wie wir mit das Essen umgehen, für Verdauung. Und das wusste ich ja schon. Ich wusste schon, dass es Unterschiede gibt in wie ich Milchzucker verdaue in Europa oder Afrika für Hautfarbe und so weiter. Ich brauchte eigentlich nicht Hunderttausende von Euros in diese Untersuchung zu stecken. Also es war enttäuschend auf einer Ebene, aber eine Erleichterung auf eine andere. Es kam nicht raus, dass Gene, die mit Verbindungen zwischen Nervenzellen im Gehirn zu tun haben, unter positive Selektion stand oder sich unterscheiden in einer Region der Welt als eine andere. Dass eine sehr gute Einsicht gekommen ist. Ja, das gut ist vielleicht nur untertrieben. Das ist natürlich eigentlich eine
grandiose Erkenntnis, dass eben, wir haben ja vorher die Rasse, den Rassebegriff abgeschafft und jetzt können wir, Rassismus kann man ja auch noch abschaffen, ja, denn das hat ja überhaupt keine Grundlage, ja, sozusagen das soziale oder kulturelle Verhalten, also an Biologie festzumachen, dafür gibt es ja überhaupt keine Belege. Seltsam, dass sich das so hartnäckig hält, ja eben, im Gegenteil, aber seltsam, dass sich das so hartnäckig hält, weil viele Menschen denken ja, dass es genau so ist. Ja gut, aber wenn man in die Geschichte auch der Wissenschaft guckt, ja, ich meine, das ist klar. Also wenn Afrika Wiege der Menschheit, ja, wenn man das vor 50 Jahren noch klar, gesagt hat, ja, dann wurde man politisch unkorrekt. Genau, ja, aber das ist natürlich auch unsere eurozentristische oder eurozentrierte Forschungslandschaft. Auch ich meine, das ist ja heute immer noch so, ja, dass natürlich wir haben ja sozusagen das Geld, ja, um zu forschen und und die Frage ist natürlich schon, wie der Blick dann auf diesen Kontinent ist. Jetzt kommt Herr Church und sagt, ihr seid nicht nur ethnozentristisch, ja, ihr seid auch noch, wie soll man sagen, fixiert auf Homo sapiens. Wir haben jetzt angefangen, das Neandertal-Genom zu sequenzieren, dank Ihrer Arbeit. Jetzt können wir doch mal anfangen, Neandertaler zu bauen. Das ist, ja, ich finde es als völligen Unsinn und zwar auf mindestens zwei Ebenen. Auf der ethischen Ebene erstmal, wir erzeugen ja nicht einen Menschen, der denken und fühlen kann, aus wissenschaftlicher Neugier. Das ist ja völlig ethisch unvertretbar. Aber lassen wir das total zur Seite erstmal und sagen, technisch gesehen ist es in heutzutage und für die nächste Zukunft eigentlich völlig unmöglich, gezielt Hunderttausende von Veränderungen im Genom einzufügen. Und das wäre auch nur die Punktmutationen, der Austausch von einem einzelnen Buchstaben im Genom. Ich meine, Sie haben das ja genau an Ihrem Institut mit dem, wir haben es eben gehabt, mit dem FOXP2-Gen, also was für Sprachentwicklung wichtig ist, Sie haben das ja gemacht und praktisch eine einzige Veränderung, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang studiert. Ja, wir haben genau diese zwei Veränderungen eingefügt bei der Maus, in diesem FOXP2-Gen. Und natürlich Jahre, jetzt 7, 8 Jahre damit verbraucht, die Konsequenzen von diesen zwei Veränderungen zu untersuchen. Das hat durchaus interessante Veränderungen. Die Maus verändert ihre Verwendung von ihrer Muskulatur im Oropharynx, ist vokalisiert anders tatsächlich, kann auch manche Sachen schneller oder anders lernen. Aber zu verstehen, was jede Veränderung hat, ist Jahre von Arbeit. Herr Church will ja direkt Tausende und Hunderttausende Veränderungen. Ja, es ist einfach auch technisch unmöglich, das zu machen. Um wirklich das Neandertal-Genom zu rekonstruieren, müssten wir auch diese repetitive Sequenzen zum Beispiel kennen. Die werden wir wahrscheinlich nie kennen, wie ich vorher sagte. Ich finde es einfach, was ich mir vorstellen kann, was man in der Zukunft tatsächlich macht, ist, dass man macht einige hundert Veränderungen rein in Zellen, in Zellkultur, im Labor. Zum Beispiel alle Enzyme, die für einen gewissen Prozess in der Zelle verantwortlich ist. Und studiert dann diesen Prozess in einer neandertalisierten Form und einer menschlichen Form in Zellkultur. Aber kein Individuum erzeugen. Hat das für Ihre Arbeit Auswirkungen? Verändert es den Erkenntnisstand? Naja, die Frage ist natürlich, wo die Evolution, die biologische Evolution in Zukunft hinführt. Ja, das ist ja eigentlich unser Thema die letzten 6 Millionen Jahre. Und das ist eigentlich klar, dass die biologische Evolution weitgehend, also ich sage es jetzt mal einfach so, weitgehend zu Ende ist. Ja, dass Menschen, die Zukunft des Menschen liegt ja in der kulturellen Evolution. Ja, also biologische und kulturelle Evolution ging jetzt natürlich für mehrere Millionen Jahre. Das hat vor 2,5 Millionen Jahren angefangen, war das parallel. Aber ich denke, dass die kulturelle, und das hat Svante ja vorher schon gesagt, weil da ja ganz andere Transportmechanismen der Information dahinter stecken, nämlich Sprache. Das geht viel schneller. Das geht dann also auch von Generation zu Generation, nicht nur von Generation zu Generation, von Individuum zu Individuum, zurück in den Generationen. Ja, dass das natürlich sozusagen dass da die kulturelle Evolution, die biologische, bei weitem ausspielen wird. Ja. Wenn Sie jetzt zwischendurch gedacht haben, naja, das mit diesen Veränderungen, das ist ja relativ fern und theoretisch,
dann war das vielleicht nur eine Abwehrreaktion. Tatsächlich sind Veränderungen da, wenn auch beinahe unmerklich. Zum Beispiel werden immer mehr Menschen, wir hatten es eben mit den Weisheitszähnen, werden immer mehr Menschen mit 2 statt mit 4 Schneidezähnen geboren. Sie sehen das an der Zahnlücke hier vorne. Ich habe sie nicht, aber Schauspieler wie Jürgen Vogel beispielsweise haben es. Vanessa Paradis hat so eine schöne Zahnlücke. Auch unser Gehirn verkleinert sich, haben wir eben auch gehört. Und dann gibt es natürlich irreversible Veränderungen im Sozialen und Kulturellen. Wissenschaftler äußern sich dazu notorisch ungern. Sie sind vorsichtig und das mit Recht. Künstler hingegen, darunter Schriftsteller, übrigens auch Politiker natürlich, leben davon, über diese Veränderungen zu sprechen und was daraus zu machen. Ihre Drohszenarien gehören zur Gegenwartskultur. Arm oder reich? Mächtig oder ohnmächtig? Was als soziale Problematik auch heute beunruhigt, inspiriert 1895 den Schriftsteller H.G. Wells zu einer Prophezeiung über den Umschlag von kulturellen Verhältnissen in evolutionäre Veränderungen. Die Zeitmaschine, Wells' erster Roman, ist weniger eine Geschichte über Erfindungskraft, sondern vor allem eine Horrorvision. Die Verlängerung der krassen Unterschiede der frühen britischen Industriegesellschaft in eine 800.000 Jahre ferne Zukunft, in der nur Schwundstufen des Menschlichen geblieben sind. Es gibt nur mehr 2 Sorten Menschen. Die Eloi als Nachfahren einer ehemaligen Oberschicht, degenerierte, verweichlichte Wesen in einer scheinbar paradiesischen Welt. Und die Morlocks als monströse Nachtwesen, die unter Tage die Welt am Laufen halten und sich die Eloi wie eine Schafherde als Nahrungsquelle halten. Wells, ein überzeugter Darwinist, weiß noch nichts von den biologisch-chemischen Grundlagen der Vererbung, aber er gestaltet prototypisch, wie sich Anlagen seiner Gegenwart ins Extreme verstärken, als Entstellung, als Verrohung. 110 Jahre später steht auch Michel Houellebecqs düster ironischer Roman Die Möglichkeit einer Insel in dieser Tradition. Auch er verlängert seine Gegenwart, die mittlerweile entwickelten Klontechniken, genauso wie den Hedonismus der Mediengesellschaft. Und lässt auf einer ökologisch verwüsteten Erde neben kleinen Horden von Wilden vor allem hochgezüchtete Klone überleben. Wesen, die nichts vergessen und nichts retten können, die auf dem Gipfelpunkt ihrer Optimierung am liebsten auf den Bewusstseinsstand einer Amöbe zurückfallen möchten. Wer alles weiß, sehnt sich manchmal zurück. Wir sind weit davon entfernt, aber ich hoffe natürlich, dass Sie jetzt am Ende der Sendung ein wenig mehr über unsere Ursprünge wissen als vorher. Ich danke nochmal meinen beiden Gästen, Friedemann Schrenk und Svante Paabo. Danke fürs Kommen. Sie, meine Damen und Herren, finden weitere Informationen zu unserem Thema auf unserer Internetseite www.dreiseit.de/skobel. Darunter einige Interviews, nicht mit Verstorbenen hier, sondern mit Lebenden und Buchbesprechungen. Das Verstehen unserer Vergangenheit hat, glaube ich, jedenfalls gerade erst begonnen, so richtig begonnen. Freuen wir uns also auf die Zukunft dieser Erkenntnisse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie ihn je nach Vorliebe, entweder mit dem Neandertaler, dem Primaten oder einfach nur dem Homo sapiens in sich. Und tschüss.